Es geht jetzt nahtlos weiter in dieser Aussprache. Jetzt geht es um den Bereich Wirtschaft und Energie. Und da werden wir den ersten Auftritt sehen von Peter Altmaier als Bundeswirtschaftsminister. Auch bei ihm gehört ja das Ressort Energie, wie schon bei Sigmar Gabriel in der letzten Legislaturperiode dazu. Und da ist er schon am Pult und wir beginnen mit dieser Aussprache. In wenigen Stunden werden wir wissen, wie die endgültige Entscheidung der amerikanischen Regierung zu den angekündigten Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgegangen ist, wer davon ausgenommen wird, wie die Einzelheiten der Umsetzung sind. Und es ist nicht nur eine Einzelmaßnahme, die sich auf zwei Produkte unter vielen auf dem Weltmarkt bezieht. Es ist eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung, ob wir alle dafür stehen, dass wir auch in Zukunft offene und faire Weltmärkte wollen. Dass wir wollen, dass diejenigen zum Zug und zum Erfolg kommen, die ohne Subventionen, ohne Dumpingpreise ihre Waren produzieren und weltweit dafür Abnehmer finden. Und weil ich mich als Wirtschaftsminister auch den Arbeitsplätzen der Kumpel in der deutschen Stahl- und Aluminiumindustrie genauso verpflichtet fühle wie in allen anderen Bereichen, bin ich in dieser Woche nach Washington gefahren. Ich habe dort Gesprächspartner gefunden, die offen waren für unsere Argumente. Ich habe gemeinsam mit der Kommissarin Cecilia Malmström dafür geworben, dass wir als Europäer und als US-Amerikaner beieinander bleiben. Und egal, wie diese Entscheidung ausgeht, ich werde auch künftig für diese Prinzipien werben. Und ich bleibe ein überzeugter Anhänger, dass in einer globalisierenden, in einer sich ständig ändernden Welt die USA und Europa viel mehr gemeinsam haben als das, was sie trennt. Und deshalb sollten wir auch für diese deutsch-amerikanische, europäisch-amerikanische Zusammenarbeit arbeiten im Rahmen eines freien und offenen Welthandels, der allen zugutekommt. Sehr geehrter Herr Kollege Olaf Scholz, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu in dem, was Sie gesagt haben, dazu, wie unser Land dasteht. Der langjährige Aufschwung, die vielen neuen Arbeitsplätze. Und als Wirtschaftsminister füge ich hinzu, die Bundesregierung ist sich einig, dass wir auch in diesem Jahr kräftig steigende Löhne und Renten, sehr viele neue Arbeitsplätze, eine niedrige Arbeitslosigkeit und ein eindrucksvolles Wirtschaftswachstum zu erwarten haben. Aber, meine Damen und Herren, die Geschichte ist auch voll von Beispielen, von Ländern und von Unternehmen, die sich ausgeruht haben auf dem Gipfel ihres Erfolges und die die Gefahren, die um die nächste Ecke kommen, nicht gesehen oder gering geschätzt haben. Es gibt die Anekdote eines großen Musikunternehmens, die die höchste Zahl von Musik-CD in ihrer Geschichte verkauft haben, bei einem Sektempfang mit Häppchen dies gefeiert haben und nicht bemerkten, dass die Patente bereits angemeldet waren, die den Musikmarkt völlig verändern und völlig neu aufstellen sollten. Und deshalb muss das Anliegen einer vernünftigen, einer guten Wirtschaftspolitik darin bestehen, dass wir erkennen, wir können alles erreichen, wir haben vieles erreicht, aber nichts ist automatisch und dauerhaft gesichert oder selbstverständlich. Alles muss errungen werden, jeden Monat, jede Woche und jeden Tag. Wir verdanken unsere heutige gute Situation selbstverständlich dem Fleiß unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unseren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und dem sozialen Frieden, um den die Sozialpartner hart ringen. Aber wir verdanken den einzigartigen Erfolg von 70 Jahren deutscher Nachkriegspolitik im Hinblick auf Wohlstand und Wachstum vor allen Dingen auch der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft, die ein deutsches Erfolgsmodell ist, das wir in der Mitte Europas gemeinsam mit anderen Ländern entwickelt haben. Und diese Marktwirtschaft besteht aus mehreren Elementen, die man gleichzeitig ernst nehmen muss. Zunächst einmal, es geht um den Markt. Ich sehe kein anderes Modell, das so sorgfältig und so zuverlässig funktioniert und sicherstellt, dass diejenigen zum Zuge kommen, die mit den wenigsten Kosten die besten Produkte produzieren. Kein anderes Modell war so erreicht, so erfolgreich. Und seit dem Fall der Mauer, seit dem Ende des Kalten Krieges, sehen wir einen unerhörten Siegeslauf der Marktwirtschaft rund um den Globus. In China, in Asien, ja sogar trotz allen Rückschlägen, die wir beklagen, in der Außen- und Verteidigungspolitik in Russland, jetzt auch in Kuba. Und es dämmert offenbar sogar einigen in Nordkorea. Der einzige Platz auf dieser Welt,
wo der demokratische Sozialismus noch ein sicheres Asyl findet. Das ist derzeit das Grundsatzprogramm der Linkspartei. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollte der Finanzminister einige Millionen übrig haben am Ende des Jahres, würde ich Ihnen gerne ein Freilichtmuseum spendieren für 100 Jahre gescheiterter realer Sozialismus. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Ideen in Zukunft eine Chance haben. Das Zweite, was wichtig ist für die Marktwirtschaft und für die soziale Marktwirtschaft, ist das Vertrauen und die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen. Unsere Mittelständler, diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen, die wollen keine neuen Subventionen. Die wollen keine überbordenden Hilfen durch den Staat. Aber sie wollen sich darauf verlassen können, dass die Investitionen, die sie heute tätigen, auch noch in 10 oder in 15 Jahren ein gutes Umfeld finden, dass sie keine Projekte in den Sand setzen, weil sich 2 oder 3 Jahre später die Rahmenbedingungen ändern. Und deshalb, meine Damen und Herren, manchmal muss man auch als Wirtschaftsminister den Mut haben, weniger zu tun oder vielleicht auch gar nichts zu tun. Und darauf zu verzichten, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, weil es sich nämlich zeigt, dass die Verlässlichkeit von Rahmenbedingungen seit den Zeiten von Ludwig Erhard eine Erfolgsgarantie ist für die Zukunft. Und deshalb, ich mache Ihnen ein Angebot. Ich mache Ihnen allen ein Angebot. Wir haben die Marktwirtschaft war ursprünglich eine Erfindung von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard, von CDU und CSU, aber auch übrigens von der FDP, von den Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Die SPD hat dann mit Godesberg Anfang der 60er Jahre sich dieser kleinen Gruppe angeschlossen, die Grünen, lieber Jürgen Trittin, in den 90er Jahren, als wir in der schwarz-grünen Pizza Connection waren und uns gefreut haben, dass es einigen von Ihnen auch gedämmert ist. Naja, Er war nie da, wenn die Kameras da waren, aber sympathisiert hat er schon ab und zu. Das kann ich sagen. Also willkommen im Club. Und als wir über Jamaika sondiert und verhandelt haben, als wir mit der FDP und mit den Grünen und später mit der SPD gesprochen haben, da war die schwarze Null. Da war der Verzicht auf Steuererhöhungen. Da war die Bereitschaft zu klaren Rahmenbedingungen überall erkennbar und verlässlich. Und warum können wir es nicht hinbringen, in den nächsten Monaten vielleicht einmal zu überlegen, ob wir jenseits von Koalitionsabsprachen, die alle 4 Jahre neu gemacht werden, auch einen größeren Konsens zu einer Charta der sozialen Marktwirtschaft hinbekommen, der über viele Legislaturperioden trägt und der deutlich macht, dass Deutschland die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur sozialen Marktwirtschaft gehört aber auch die soziale Teilhabe möglichst aller. Und das bedeutet, dass diejenigen, die die Wertschöpfung geschaffen haben, dass diejenigen, die aus eigener Kraft weniger leistungsfähig sind als andere, dass sie die Möglichkeit haben müssen, an den Früchten dieser Marktwirtschaft teilzuhaben. Und wenn es darum geht, dass wir als Koalition, sehr geehrter Herr Kollege Scholz, mit dem Geld des Bundesfinanzministers, was aus den Steuereinnahmen folgt, auch das Kindergeld erhöhen, mehr Wohnungen schaffen, dafür sorgen, dass junge Menschen eine gute Bildung haben, dann ist das, meine Damen und Herren von der AfD, keine Umverteilung, sondern es ist die gerechte Teilhabe aller an den Früchten der gemeinsamen Arbeit. Das ist soziale Marktwirtschaft. Sie haben Ludwig Erhard nicht wirklich verstanden. Ja, meine Damen und Herren, es gehört zur Marktwirtschaft fünftens Stolz und Zuversicht auf das, was man erreicht hat, und die Bereitschaft, sich vor diejenigen zu stellen, die dies erreicht haben und die dies jeden Tag erarbeiten. Und deshalb, ich glaube, wir müssen den Menschen auch sagen, wenn ihr euch betätigt, wenn ihr nicht auf einen lebenslang sicheren Arbeitsplatz setzt, wenn ihr bereit seid, etwas zu riskieren, wenn ihr bereit seid, zu arbeiten für andere, dann seid ihr nicht irgendwelche bösen Kapitalisten, dann seid ihr nicht irgendwelchen egozentrischen Egoisten, sondern ein junger Mensch, der seinen Meisterbrief macht, neben seinem Beruf, neben seiner Familie, der dann vielleicht sein Haus und das seiner Eltern aufs Spiel setzt, damit er ein Unternehmen aufbauen kann, und der dann 2 oder 3 Arbeitsplätze und 2 oder 3 Ausbildungsplätze schafft. Das ist nicht ein Kapitalist, sondern das ist jemand, der einen Beitrag leistet zum Allgemeinwohl unseres Landes. Und das müssen wir viel stärker anerkennen, als dies in der Vergangenheit manchmal der Fall war. Und deshalb, meine Damen und Herren, Ludwig Erhard war unvergleichbar, er ist uneinholbar. Und ich würde niemandem von uns allen raten, sich mit ihm zu vergleichen. Aber das, was er geleistet und geschaffen hat, ist für uns ein Auftrag,
dass wir nämlich die Marktwirtschaft in Deutschland stabilisieren, dass wir ihr eine Renaissance ermöglichen und dass wir die soziale Marktwirtschaft zu einem Erfolgsschlager weltweit machen, zu einem Exportartikel made in Germany. Denn ich bin überzeugt, gemeinsam mit Gerd Müller, meinem Kollegen aus dem BMZ, ich bin überzeugt, dass eine stabile Weltordnung auf Dauer nur funktionieren kann, wenn sie nicht nur auf der Marktwirtschaft produziert, die den größten Mehrwert garantiert, sondern wenn sie auch gerecht und sozial ist, auch in Bangladesch, auch in Pakistan und in vielen anderen Schwellenländern auf dieser Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen, dann dürfen wir den Mittelstand nicht verlieren. Neben der Marktwirtschaft ist der Mittelstand der große Träger unseres Wohlstandes und unseres Erfolgs. Und deshalb willkommen im Club, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Sie wollen eine Service-Opposition sein. Ich verstehe das BMW künftig als Mittelstandsministerium in allererster Linie. Und wir wollen Service-Ministerium sein für all die vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die dann auch manchmal eine Auskunft und Hilfe brauchen, wenn sie sich weltweit um Aufträge bemühen und bewerben. Wir müssen jeden Einzelnen unterstützen und nicht nur schöne Reden halten. Zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist ein Beispiel für Innovation, nicht das einzige. Wir entscheiden nicht darüber, ob neue Möglichkeiten der Datenübertragung, der Datenverarbeitung zum Einsatz kommen. Wir entscheiden nicht darüber, wann selbstfahrende Autos fertig sind, so wenig wie wir über Smartphone und Computer und Tablets und anderes entschieden haben. Wir haben aber ein Interesse daran, dass die Arbeitsplätze, die im Rahmen der Digitalisierung nicht mehr gebraucht werden, die in Deutschland, in Frankreich, in Europa wegfallen, dass die ersetzt werden, nicht durch Arbeitsplätze in den USA, in China und in Indien, sondern durch Arbeitsplätze, die in Europa, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in den neuen Bundesländern, im Saarland neu entstehen. Das muss unser Ziel sein, dass wir in der Digitalisierung genauso erfolgreich werden, wie wir es im Maschinenbau und bei den pharmazeutischen und Gesundheitseinrichtungen der optischen Industrie und vielen anderen Fällen waren. Wir haben in der Bundesregierung eine breite Zuständigkeit für die Digitalisierung. Weiß Gott, nicht nur beim Bundeswirtschaftsminister. Aber es ist doch keine schlechte Sache, wenn viele sich für einen Erfolg verantwortlich fühlen. Und lassen Sie uns bei der Digitalisierung nicht immer und in erster Linie nur die Risiken und die Probleme erörtern. Lassen Sie die Menschen unterstützen, die die Chancen sehen und die Chancen ergreifen wollen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns vorgenommen, Vollbeschäftigung zu erreichen. Vollbeschäftigung bis 2025 und damit den Wohlstand noch mehr Menschen zugute kommen zu lassen als bisher. Wir wollen die unterstützen, die weltweit Beschäftigung und Wohlstand schaffen wollen. Aber das wird nur gehen, wenn unser Wachstum auch nachhaltig ist, wenn wir unser Klima schützen, wenn wir dafür sorgen, dass die Energiewende gelingt. Ich glaube, da sind wir uns in diesem Haus einig. Aber die Energiewende wird nur gelingen, wenn sie nicht koste es, was es wolle, gelingt, sondern wenn wir am Ende dazu beitragen, dass die Energiewende, die Erzeugung und der Verkauf von erneuerbaren Energien zu einem Geschäftsmodell werden, dass sie ohne Subventionen dauerhaft wettbewerbsfähig sind, dass sie ihren Siegeslauf um diesen Globus antreten, so wie es die Marktwirtschaft bereits getan hat. Und wenn wir dafür sorgen, ich sehe hier auch Kollegen Herr Dürr aus Niedersachsen, der hat vorhin geredet, wenn wir dafür sorgen, dass überall dort, wo es heute keine Leitungen gibt, wo man heute sagt, na ja, ob es noch 2 oder 3 Jahre länger dauert als bisher, dass wir uns endlich mal auf den Hosenboden setzen. Ich verspreche Ihnen, wenn ich ein halbes Jahr im Amt bin, ich werde jede problematische Leitung persönlich kennen und besucht haben. Die Energiewende wird dann gelingen, wenn der Leitungsausbau vorankommt. Und deshalb möchte ich ihn beschleunigen. Ich bitte Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie bereit sind, auf dem Boden der Marktwirtschaft zu arbeiten, Zusammenarbeit an. Wir werden uns häufig treffen können. Das Bundeswirtschaftsministerium ist ein gastlicher Ort, und der Minister ist Einladungen und gemütlichem Beisammensein nicht abgeneigt. Es dient alles einem guten Zweck, nämlich der wirtschaftlichen Zukunft unseres Landes und damit auch der Stabilität. Ich lade Sie ein, mich dabei zu unterstützen. Vielen Dank.
Ein ganz eindeutiges Signal von Peter Altmaier in seiner ersten Rede in seinem inzwischen dritten Ministeramt nach dem des Bundesumweltministers und des Kanzleramtsministers, jetzt also Wirtschaft und Energie. Und er hat gesagt, er will nicht nur arbeiten mit den Abgeordneten und alle Leitungen kennenlernen, die eine Bedeutung haben mit der Energiewende und der Energieversorgung insgesamt, sondern er will auch sei auch gemütlich im Beisammensein nicht abgeneigt. Es gibt offenkundig eine Kurzintervention aus den Reihen der AfD. Der nächste Redner in der Debatte, Dr. Heiko Hessenkämper für die AfD-Fraktion. Und das ist natürlich keine Kurzintervention, der Kollege stand da nur schon, sondern er ist der erste Redner in der Aussprache, Heiko Hessenkämper. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Vergleich zwischen der Titanic und Deutschland ist nicht ganz zutreffend. Ja, es wird bei uns getanzt, während das Schiff schon sinkt. Aber im Gegensatz zur Titanic hat Deutschland nicht einen Eisberg gerammt. Vielmehr hat die eigene Besatzung die Sprengladung an die Schiffshülle gelegt. Zum Tanzen. Die Regierung feiert ein Wirtschaftswachstum von 2,2%, wobei der EU-Durchschnitt bei 2,4% liegt. Man klopft sich selbst auf die Schultern, dass ein wesentlicher Teil dem Konsum geschuldet ist. Natürlich. Vollkosten zum Themenfeld Asyl und Ausländerversorgung liegen wahrscheinlich inzwischen im Bereich von über 60 Milliarden Euro, gut versteckt in vielen Budgets. Und es geht munter weiter mit dem Bevölkerungsaustausch, einer Einwanderung dominant in die Sozialsysteme. Nur ein einstelliger Prozentsatz ist beruflich integrierbar. Soweit zum Fachkräftemangel, der sich mir nie eh erschlossen hat bei 530 Millionen Europäern. Deutschland ist ein Land geworden, von dem man gut und gerne leben kann, egal woher man kommt. Mit wenigen Milliarden hätte man nach UN-Angaben in der Umgebung der Krisenregion den wirklich gefährdeten Menschen komfortabel helfen können und unsere CO2-Ziele wären erreichbarer geworden. Ziehen wir nun diese boomende Sozialindustrie mit über 60 Milliarden Euro Umsatz ab, so verschwinden etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts und Deutschland würde auf dem letzten Wachstumsplatz in der europäischen Wirtschaft landen. Wie war das nochmal mit der Titanic und dem Tanzen? Wie wird das alles finanziert? Mit den Niedrigzinsen spart sich der Staat etwa an diesen Kostenblock für nichtdeutsche Probleme, wobei Zahlungen an die EU mit der geplanten Sozialunion in einem zusätzlichen zweistelligen Milliardenbetrag anstehen. Nach einer DZ-Bank-Studie zu Verlierern und Gewinnern der Niedrigzinspolitik machte der deutsche Sparer unterm Strich bis 2016 200 Milliarden Euro Verlust. Eine gigantische, perfide Umverteilung für eine unfassbare Politik, in deren Folge unser Land in Richtung Dritte Welt und in allen Bereichen gestoßen wird. Zusammengefasst kann man dies nur Ausplünderung und Auslöschung nennen. 18 Milliarden Euro für den deutschen Steuerzahler durch den sofortigen Fortfall der Soli, einem AfD-Antrag folgen, geht gar nicht. Die 5 größten amerikanischen Konzerne machen einen dreistelligen Milliarden Euro Umsatz bei Zahlung von zweistelligen Millionen Euro an Steuern. Praktisch nichts. Besteuerung internationaler Konzerne geht gar nicht. Wie wäre es mal mit Solidarität mit dem deutschen Schichtarbeiter, der bis 67 arbeiten wird, von struktureller Altersarmut bedroht ist und deshalb wohl zukünftig zur Schulterung dieser Lastung noch länger arbeiten muss? Was ist mit den fehlenden Kita-Plätzen, den fehlenden städtischen Wohnungen, für die nun auf einmal Milliarden investiert werden sollen, weil Millionen Menschen mit befristetem Aufenthaltsrecht dauerhaft untergebracht werden sollen? Welch ein Irrsinn! Die Liste, was für Deutsche nicht ging und jetzt geht, ist beliebig lang. Die vorhandenen Finanzspielräume hätten neben der Linderung unserer eigenen sozialen Probleme auch zur Schuldentilgung im Interesse zukünftiger Generationen oder für einen Staatsfonds nach norwegischem Vorbild genutzt werden können, um das langsam ermüdende Argument der Linken zum Thema Leistungsbilanzüberschüsse zu konterkarieren. Oder für Investitionen zum Beispiel für die Digitalisierung, überhaupt die Bildung. Will ich eine Wirtschaft nachhaltig beschädigen, so ist die Zerstörung des Bildungssystems das probate Mittel. Hier waren die etablierten Parteien sehr erfolgreich. Angriff auf das duale System, der Bachelor- und Master-Unfug, fast 200 Genderprofessuren,
Immer mehr Schüler werden zum Abitur geführt mit sinkendem Niveau, Frühsexualisierung in der Schule und so weiter. Neben dieser Verflachung und dem strukturellen Angriff gibt nun die Einbindung von Kindern aus der Dritten Welt dem System den Rest. Wir sind im Bildungsbereich von einer Vorbildfunktion zu einer internationalen Lachnummer verkommen. Forschung und Entwicklungsausgaben des Bundes, die umstrittene CO2-Frage steht im Vordergrund. Von welchen Innovationen soll unsere Volkswirtschaft zukünftig leben? Meine Damen und Herren, dies ist eine Deindustrialisierungspolitik. Genannt sei beispielhaft die Kerntechnologie, die Behinderung der Biotechnologie, die Stahlindustrie, die Kraftwerksindustrie, der Angriff auf den Diesel und damit unsere Autoindustrie, den Verkauf von Hightech-Firmen wie KUKA ins Ausland etc. Soll hier der Morgentauplan nachträglich realisiert werden? Fasse ich alle Aspekte zum Thema Wirtschaftspolitik zusammen, so habe ich als Deutscher auf diesem sinkenden Schiff schon nasse Füße. Ich frage mich, woher kommt dieser deutschen Hass, diese auf die eigene Gruppe gerichtete Autoaggression? Wir können nur hoffen, dass der Wähler den etablierten Parteien eine stetig wachsende Rekonvaleszenzzeit verordnet, um unserem Land wieder eine Chance zu geben. Vielen Dank. Heiko Hessen-Kemper für die AfD war der erste Gegenredner hier zur Regierungserklärung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und für die Koalition jetzt Bernd Westphal, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, empfehle Sie hier weiter im Programm, durch das Sie dann gleich Hans-Werner Fittkau führen wird. Und jetzt, wie gesagt, Bernd Westphal. Zu einer Debatte, wo es hier in diesem Hause um wirtschaftliche Entwicklung und Energie geht. Deutschland steht hervorragend dort. Wir haben in den letzten vergangenen 4 Jahren der Legislaturperiode eine Wirtschaftspolitik hier gesehen, die sich jetzt abzeichnet mit wirtschaftlich erfolgreichen Rahmenbedingungen. Auch der Sachverständigenrat hat in seinem neuesten Gutachten die nächste Prognose, was Wirtschaftswachstum angeht, nach oben korrigiert. Die Konjunktur ist im Aufschwung. Die Arbeitslosenzahlen sind auf niedrigem Rekordtief. Die öffentlichen Haushalte verzeichnen Überschüsse. Ich kann Ihnen sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt, denen Danke zu sagen, die das erwirtschaftet haben. Deshalb ist jetzt Zeit für einen kräftigen Schluck aus der Pulle, für die zukünftigen Tarifrunden und für den Mindestlohn. Das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch Aufgaben und Herausforderungen für die Zukunft gibt, zum Beispiel Demografie, Fachkräftemangel, Bedarfe im Bildungsbereich oder die gewachsene Bekämpfung, auch was Ungleichheiten angeht. Und natürlich wissen wir auch aus aktuellen Entwicklungen, wie wichtig der Handel ist, gerade für eine Exportnation wie Deutschland. Und deshalb herzlichen Dank, Herr Bundeswirtschaftsminister Altmaier, für Ihr Engagement, sich dafür einzusetzen, dass wir freien Handel haben. Aber ich möchte hinzufügen, freier Handel reicht nicht. Wir brauchen auch fairen Handel. Und deshalb sind wir an Ihrer Definition, was soziale Marktwirtschaft angeht, und die Beispielländer, die Sie aufgezählt haben, hier durchaus noch, sehen wir da Diskussionsbedarf, weil ich glaube, China ist nicht die Orientierung dafür. Deutschland kann die Herausforderung einer guten Entwicklung im nächsten Jahrzehnt nur meistern, wenn es weiterhin die Stärken der Wirtschaft setzt und den Übergang ins digitale Zeitalter auch aktiv gestaltet und natürlich auch die Trends zur Spaltung der Gesellschaft in unten und oben beseitigt. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD gibt mit einer umfassenden Modernisierungs- und Investitionsoffensive Antworten und stellt die richtigen Weichen für den digitalen Wandel. Er liefert die Grundlagen für die weitere Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf inklusives Wachstum, das zunehmend zur Richtschnur in der Wirtschaftspolitik wird. Damit die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen weiter an Fahrt aufnehmen können, muss die deutsche Wirtschaftspolitik in den kommenden Jahren neue Chancen auch für Teilhabe der Bevölkerung eröffnen und faire Teilhabe am erarbeiteten Wohlstand ermöglichen. Für die SPD-Fraktion bedeutet das, dass wir zum Beispiel auch Teilhabemöglichkeiten der Beschäftigten an ihren Betrieben ermöglichen müssen. Aber auch natürlich Tarifbindung. Und wenn der Wirtschaftsminister von Vollbeschäftigung redet, will ich ergänzen, dass es besser wäre, wenn wir tarifgebundene Vollbeschäftigung hätten, die dafür sorgt, dass zum Beispiel Mitbestimmung und gute Arbeit sich durchsetzt, wo Betriebsräte und Gewerkschaften stark sind, ist auch eine wirtschaftlich starke Struktur zu sehen. Und deshalb müssen wir Bedingungen haben, wo Arbeit zufrieden und nicht krank macht. Einen Schwerpunkt
setzt der Koalitionsvertrag auch bei Zukunftsinvestitionen in die Ausweitung der öffentlichen und privaten Investitionen in zukunftsrelevante Infrastrukturen. Das sind natürlich auch Investitionen in Bildung und Qualifikation, aber wir brauchen auch, gerade was Bildung angeht, Fachkräfte für diese Betriebe, die heute viele Aufträge nicht erfüllen können, weil eben die Facharbeiter fehlen. Und deshalb sind verstärkte Investitionen in Bildung der richtige Weg, aber auch sich aufzumachen, ein Einwanderungsgesetz zu strukturieren und zu verabschieden, was Kreativität, was Vielfalt, Know-how und deshalb auch zukünftiges Wachstum generiert. Der Koalitionsvertrag stellt aber auch wichtige Fragen an die digitale Wirtschaft, dessen Aufbau mit einer ganzen Reihe von Instrumenten gefördert wird, zum Beispiel auch mit Wagniskapital für Start-up-Unternehmen, wo wir in der letzten Legislaturperiode begangen haben. Auch diese Aktivitäten müssen weiter fortgesetzt werden. Und ich will auch für eine zukunftsorientierte Industriepolitik und Mittelstandspolitik werben. Wir haben im Koalitionsvertrag wichtige Sektoren genannt und sicherlich kann man dort nicht alle aufzählen, aber ich will noch mal sagen, was gerade die Grundstoffindustrie, was mit Stahlindustrie, mit Aluminium, mit der chemischen Industrie, aber auch Automobilindustrie hier verankert ist, das sind die Strukturen, die für Wohlstand in Deutschland sorgen. Dazu gehört auch die Optionen, die wir durch Bio- und Gentechnologie haben. Industrie ist in vielen Bereichen nicht das Problem, sondern liefert Lösungen für globale Probleme, die wir zu bewältigen haben. Wir haben sicherlich, was die Energiewende angeht, der Minister hat es angesprochen, noch eine ganze Menge vor uns. Ein Ausbau von 65% erneuerbar muss einhergehen mit Netzausbau. Ich freue mich, dass Sie sich Gummistiefel anziehen. Vielleicht wir auch mal in Niedersachsen gucken, wo es da Defizite gibt. Das können wir sicherlich gemeinsam haben. Daran liegt die Zukunft der erneuerbaren Energie, am Netzausbau, aber auch Speicher. Wir brauchen aber auch für die Brücke dorthin konventionelle Energien in Form von Kraftwerken, die mit gesicherter Leistung zur Verfügung stehen. Und deshalb freue ich mich auf einen engen Dialog mit Ihnen. Herzlichen Dank und Glück auf. Das war Bernd Westphal von der SPD und damit begrüße ich Sie ganz herzlich bei Phoenix vor Ort mit der wirtschaftspolitischen Debatte im Plenum des Deutschen Bundestages. Der nächste Redner ist Michael Theurer. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister Altmaier, wir haben eine ganz neue Seite bei Ihnen entdeckt. Sie beanspruchen hier und in Interviews das Erbe Ludwig Erhards, was du ererbt von deinen Vätern, erwirbest, um es zu besitzen, sagt Goethe. Wenn wir uns hier mal in Erinnerung rufen, was wir von Ihnen, Herr Altmaier, bisher gehört haben oder besser, was wir nicht gehört haben, dann deutet alles darauf hin, Sie wollen sich das Erbe Ludwig Erhards nicht erwerben, sondern mit Verlaub erschweigen und ich hoffe nicht erschleichen. Die Liste der ordnungspolitischen Sündenfälle, zu denen Sie geschwiegen haben, ist ja lang. Die Ministererlaubnis für die Übernahme von Kaisers Tengelmann durch Edeka zulasten der Kunden, der Hilfskredit für Air Berlin zulasten der Steuerzahler und Kunden, der Staatseingriff in den Preismechanismus durch die Mietpreisbremse, der die Wohnungsnot verschlimmert und nicht verbessert und jetzt von dieser Großen Koalition noch verschärft werden soll. Oder die Schwächung der Tarifautonomie durch den staatlichen Lohnfindungsmechanismus, die Mindestlohnbürokratie, durch das Lohnentgeltgleichheitsgesetz und das Tarifeinheitsgesetz. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt trägt ein Brief der Bundesregierung an die EU-Kommission ihre Unterschrift. Darin fordern sie sogar den kostenlosen ÖPNV. Ludwig Erhard hat die Preise freigegeben. Sie wollen die Preise ganz abschaffen. Bei Ihnen muss man die Spurenelemente der marktwirtschaftlichen Haltung schon mit dem Elektronenmikroskop suchen. Meine Damen und Herren, wir glauben, dass die deutsche Wirtschaft ein echtes Fitnessprogramm braucht. Unsere Idealmaße sind 40-20-40. 40% Staatsquote, 20% Steuerquote, 40% Sozialabgabenquote. Deshalb fordern wir mehr Mut zu echten Reformen. Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge zur Privatisierung von Staatsbeteiligungen, für die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, für eine echte Entlastung der arbeitenden Mitte und für eine grundlegende Reform der Sozialsysteme. Herr Minister, Sie haben gestern bei einem Start-up-Pitch gesprochen. Ich war auch da. Das ist ein Anfang, reicht aber nicht. Wir wollen als Freie Demokraten ein Venture-Capital-Gesetz, ein Wagniskapitalgesetz, bessere Finanzierungsbedingungen für Start-ups, etwa
dadurch, dass Verlustvorträge beim Verkauf weiter genutzt werden können. Außerdem ein bürokratiefreies Jahr für Start-ups und die steuerliche Forschungsförderung. Fairer Wettbewerb, meine Damen und Herren, ist das Gebot der Stunde, insbesondere auch im Hinblick auf die Plattformökonomie, die offensichtlich zu Monopolen tendiert. Aber apropos Wettbewerb, 3 Millionen Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittlere Unternehmen, die Personengesellschaften sind. Die bezahlen Einkommensteuer, die bezahlen den Soli. Für die wird der Soli aber nicht abgeschafft. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Schaffen Sie den Soli komplett ab, meine Damen und Herren. Herr Altmaier, Sie kündigen hier auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft Maßnahmen an. Wir sind gespannt, wie Sie diese Ankündigungen jetzt durch konkrete Gesetzesinitiativen dann auch umsetzen und so Ihre Wandlung, Ihre ordnungspolitische Wandlung vom Saulus zum Paulus dann auch unter Beweis stellen. Das Credo, meine Damen und Herren, der sozialen Marktwirtschaft lautet: im Zweifel für Freiheit, Markt und Wettbewerb. Daran werden wir Sie messen. Das war Michael Theurer von der FDP-Fraktion. Er mahnt mehr Mut für echte Wirtschaftsreformen an und plädierte für die komplette Abschaffung des Solis. Der nächste angekündigte Redner ist Klaus Ernst von der Linken. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Altmaier, ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht als so eine ideologische Rede. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Sie waren in Amerika, haben da versucht hinzukriegen, dass wir die Handelsbarrieren offensichtlich nicht kriegen. Was haben Sie eigentlich rausgekriegt? Was haben Sie denn eigentlich für Ergebnis gekriegt? Statt hier zu lamentieren über das Parteiprogramm der Linken, das Sie nicht verstanden haben, hätte ich mir mehr erwartet als so eine Rede, Herr Altmaier. Und ich sage Ihnen auch, wir haben einen Export, einen Handelsüberschuss mit den USA von 50 Milliarden Euro. Haben Sie eigentlich den Eindruck gehabt, dass das Trump einfach wegsteckt? Was haben Sie ihm denn gesagt? Was haben Sie den Amerikanern denn gesagt, was wir machen? Ich höre, dass wir jetzt in Amerika, dass wir jetzt in Europa Zölle auf Jeans, auf Harley Davidson, auf Whisky einführen. Ja, mein Gott, glauben Sie das, dass das den Trump beeindruckt? Da lachen doch die Hühner. Herr Altmaier, bitteschön. Was haben Sie denn Ihnen gesagt? Ich habe gehört, was Sie im ZDF gesagt haben oder ARD. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es gehört. Sie haben gesagt, Sie bieten mir jetzt an, dass wir doch bitteschön unsere Rüstungsausgaben auf 2% des BIP erhöhen, damit wir die Amerikaner freundlich stimmen. Ja, was ist das denn? Ich will Ihnen mal sagen, Herr Altmaier, ich weiß nicht, ob Sie sich die Zahlen angeschaut haben, wäre sinnvoller als unser Programm, Parteiprogramm zu lesen, das Sie nicht verstehen. In China und Russland haben 2016 zusammen 300 Milliarden Euro Dollar für Rüstung ausgegeben. Zusammen. Die NATO hat im selben Zeitraum 900 Milliarden Euro für Rüstung ausgegeben. Wir haben jetzt schon dreimal so viel wie die NATO. Und Sie wollen bei uns aufrüsten? Ist das Ihr Programm? Mein Gott, armes Deutschland, kann ich da nicht. Herr Ernst, armes Deutschland. Erlauben Sie eine Zwischenfrage eines Kollegen von der CDU? Ja, die erlaube ich. Sehr geehrter Ernst, Sie sprechen von Ideologie und von Russland und China. Ich frage Sie, Ihre Parteigenossin, Frau Lötsch, hat bei einer der letzten Reden zur Abschaffung des Solis und zur Unterstützung von Familienunternehmen gesagt, an dieser Stelle muss man für die Öffentlichkeit eines sagen, Familienunternehmen ist ein niedliches Wort, in anderen Ländern nennen wir sie Oligarchen und das trifft es viel besser. Ich frage Sie, was verstehen Sie unter Oligarchen, wenn Sie auf Russland und China beziehen? Meinen Sie damit meinen Familienvater, der sich 1990 selbstständig gemacht hat? Ich bin 89 geboren in den neuen Ländern. Meinen Sie damit meinen Urgroßvater, der durch die SED als Fleischerhandwerker enteignet wurde? Was meinen Sie als Oligarch und was bezeichnen Sie da als Familienunternehmer, als Ihre Partei und was ist da Ihre Ideologie? Herr Kollege, ich kenne Ihre Eltern nicht und die meine ich auch nicht. Und die hat auch die Kollegin Lötsch nicht gemeint, aber der Hinweis, dass es auch bei uns Familienunternehmen gibt, die offensichtlich aus dem kuscheligen Eck von 10, 12 Beschäftigten schon lange hinausgewachsen sind und dass die sich auch nicht gerade immer sehr familiär zu ihren Mitarbeitern verhalten, ich glaube, das müsste Ihnen doch auch klar sein. Meine Damen und Herren, es geht aber hier um ganz was anderes. Es geht um die Frage, und ich wiederhole sie,
dass die NATO dreimal so viel Geld ausgibt wie Russland und China zusammen und dass wir nun auf 2% unseres BIP gehen sollen mit der Rüstung, damit die Amerikaner zu uns freundlich sind. Ich möchte Ihnen sagen, was da einmal, und das war sehr schön, Herr Oppermann, der frühere Fraktionsvorsitzende der SPD, dazu gesagt hat. Ich hoffe, Sie bleiben dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Er hat gesagt, Zitat, das wäre die größte Aufrüstung, die Europa seit Jahrzehnten erlebt hat. Das, Frau Merkel, macht unser Land nicht sicherer. Das wäre der unheilvolle Beginn eines neuen Wettrüstens. Zitat Ende. Und das ist offensichtlich Ihr Programm für dieses Land. Da kann ich nur sagen, das geht so nicht, meine Damen und Herren. Wir brauchen Geld für Investitionen, wir brauchen Geld für Infrastruktur, für Bildung, für schnelles Internet, für Wissenschaft und Forschung. Da hätte ich mir von Ihnen mehr erwartet als Ihre Rede. Und wir brauchen eine Steigerung der Binnennachfrage. Das hat Bofinger gestern im Ausschuss für Wirtschaft und Energie so gesagt. Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Importe, um zu ausgeglichenen Handelsbilanzen zu kommen, Herr Altmaier. Und genau das hat mir bei Ihrer Rede vollkommen gefehlt. Mehr Investitionen, höhere Löhne, höhere Renten, das können Sie so im aktuellen Länderbericht der EU-Kommission genau nachlesen. Dort heißt es, ich zitiere, es besteht nach wie vor ein hoher Investitionsrückstand, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur und Bildung. Ich befürchte, Herr Wirtschaftsminister, Ihre Wirtschaftspolitik geht zulasten Deutschlands und in die falsche Richtung. Das war Klaus Ernst. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie und kritisierte die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, vor allem in dem Zusammenhang auch die Rüstungsausgaben. Jetzt kommt die nächste Rednerin aus den Reihen der Grünen. Es ist Kerstin André, Sprecherin für Wirtschaftspolitik. Herzlichen Glückwunsch zu dem Job. Ich fand ja diesen philosophischen Überbau Ihrer Rede durchaus spannend und hatte auch einen Eindruck, im Gegensatz zu dem Minister, der vor Ihnen geredet hat, haben Sie richtig Lust auf diesen Job. Das finde ich erstmal gut, das finden wir erstmal gut. Erfolgreiche Wirtschaft für den Wohlstand morgen. So heißt das Kapitel im Koalitionsvertrag. Aber um morgen in Wohlstand zu leben, muss man heute an die Zukunft denken. Und meine Herren, Sie haben den Klimaschutz mit der Verabschiedung von dem Klimaziel 2020 einen Bärendienst erwiesen. Sie haben ein verheerendes Signal an die Wirtschaft gesendet. Was machen Sie jetzt? Jetzt sehen Sie 2030 ins Ziel. Ja, da brauchen wir wenigstens konkrete Maßnahmen, dass es funktioniert. Wir haben den Monitoring-Bericht gestern gehabt im Ausschuss. Von 11 Indikatoren wird ein Ziel erreicht, 10 nicht. Wo sind denn Ihre konkreten Maßnahmen? Wenn die Energiewende Mobilität einschließen würde, Wärme einschließen würde, dann würden wir ja ein Stück weiterkommen. Aber wo ist denn die Verkehrswende? Wo ist denn der massive Einstieg in die Gebäudesanierung? Wo ist denn die Strategie für Energieeffizienz und Substitution? Und wo ist der dringend notwendige Kohleausstieg? Sie trauen sich einfach nicht. Sie können Klimapolitik nicht nur aus der Wohlfühlzone heraus machen. Da muss man auch mal mutige Entscheidungen treffen. Und dieses großartige Land hat doch immer wieder gezeigt, dass es mal mit seinen Tüftlern und mit seinen Denkern in der Lage ist, nach vorne zu gehen, durch Innovation, durch Erfindung, durch Forschergeist. Da kann man doch mal in die Geschichte schauen. Als der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen wurde, hieß es, das Licht geht aus. Bei der Einführung des Katalysators hieß es, das Ende der Automobilindustrie. Mit der Einführung von REACH wurde der Untergang der chemischen Industrie vorhergesagt. Und nichts von alledem ist passiert. Wir haben heute einen Siegeszug der erneuerbaren Energien und eine dezentrale Energieversorgung. Ein Auto ohne Katalysator ist nicht mal denkbar. Und der VCI spricht vom besten Jahr, was er hat. Ja, meine Herren, wir wollen keine Trägheit, sondern wir wollen Mut, Kraft und Engagement von Ihnen haben. Und Herausforderungen der Zukunft sind natürlich auch Fachkräfte. Was sagen uns denn die Mittelständler? Sie haben dieses große Problem, Fachkräfte zu finden, vor allem auch im IT-Bereich. Fehlende Fachkräfte kosten viel Geld. Insgesamt entgehen dem Mittelstand mehr als 53 Milliarden Euro pro Jahr. Jetzt machen Sie viel für Bildung, für Qualifizierung. Sie versuchen zumindest, Frauen mehr an den Arbeitsmarkt zu holen, auch was für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das gucken wir uns alles ganz genau an. Aber solange Sie ein Einwanderungsgesetz machen, was nicht ermöglicht, dass Menschen hierher kommen und hier vor Ort nach einem Job suchen, sondern solange Sie davon ausgehen, dass die Unternehmen in der Lage sind, in Vietnam oder in Ghana Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu finden, solange machen Sie keine vernünftige Einwanderungsstrategie. Ändern Sie diesen Punkt in Ihrem Einwanderungsgesetz, dann sind wir an Ihrer Seite. Jetzt waren Sie in Amerika.
Wir finden es gut, dass Sie sich in Amerika, dass Sie in Amerika gesprochen haben. Wir finden es gut, dass keine Eskalationsstrategie ist. Aber die Ankündigung, dass die Europäische Union und einzelne Länder vielleicht ausgenommen werden, die betrachten wir auch sehr genau. Und wir warnen vor schlechten Deals. Wir werden sehr genau schauen, was eine Gegenleistung ist für eine potenzielle Ausnahme. Da gebe ich dem Kollegen Ernst absolut recht. Wir warnen Sie vor schlechten Deals. Und eins ist auch klar. Wir werden im Welthandel nur eine Rolle spielen, wenn wir als Europa zusammenbleiben. Mit den Werten der Aufklärung, der Freiheit, der Offenheit und des Respekts. Der Rückzug ins Nationale ist keine Antwort. Und deswegen ist jede Schlagbaumfantasie, auch einzelner Mitglieder dieser Bundesregierung, die Idee, Schengen aufzugeben, eine Leitkultur zu definieren oder eine Glaubensgemeinschaft als nicht zugehörig zu brandmarken. Dies alles ist Gift. Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland, Gift für die dringend notwendige Zuwanderung und auch Gift für unser gemeinsames Zusammenleben. Und das ist wie, ich sage Ihnen, das ist in so einer Regierung wie in Beziehungen. So wie es anfängt, so geht es weiter. Und deswegen ist Ihre Aufgabe als Wirtschaftsminister die Toleranz und die Offenheit, die Liberalität gegen den Innenminister Seehofer zu verteidigen. Das erwarten wir von Ihnen als Wirtschaftsminister dieser Bundesrepublik Deutschland. Was gehört jetzt noch zu den Herausforderungen der Zukunft? Strategie für Digitalisierung, die weit über den Breitbandausbau hinausgeht, Bildung für die Arbeit von morgen, Unterstützung von KMUs bei der Digitalisierung, Förderung von Gründern, Forschungsförderung, eine europäische industriepolitische Strategie im Hinblick auf Zukunftstechnologie und Forschung. Das sind die Herausforderungen der Zukunft. Sie werden die nächsten Jahre regieren. Sie haben uns hier eine Charta der sozialen Marktwirtschaft angeboten. Da machen wir mit. Beweisen Sie uns eins. Beweisen Sie uns, dass Zukunftsvergessenheit Sache der AfD bleibt. Kämpfen wir gemeinsam für Nachhaltigkeit, Innovation und ein Morgen, das wir unseren Kindern gerne hinterlassen. In diesem Sinne bieten wir Ihnen unsere konstruktive Auseinandersetzung an und freuen uns auf die Einladungen ins Wirtschaftsministerium. Herzlichen Dank. Es sprach die Sprecherin für Wirtschaftspolitik der Grünen, Kerstin André. Sie warnte Wirtschaftsminister Altmaier, so Zitat, vor einem schlechten Deal mit den USA. Das sagt sie vor dem Hintergrund des ja tatsächlich drohenden Handelskrieges. Entscheidung voraussichtlich morgen. Nun spricht Carsten Linnemann. Er ist der Sprecher der CDU-Mittelstandsvereinigung. Vielleicht darf ich eine Vorbemerkung loswerden. Lieber Peter Altmaier, lieber Bundeswirtschaftsminister, mir hat man jetzt ein, zwei Minuten Redezeit abgezogen, weil du zu lange gesprochen hast. Aber ich sage ganz ehrlich, ich hätte dich gerne noch länger reden hören, weil wir endlich mal wieder einen Wirtschaftsminister haben, der das Wirtschaftsministerium als Mittelstandsministerium versteht, der Lust auf Zukunft macht. Und deshalb, lieber Peter Altmaier, wünschen wir dir viel Erfolg und halten auch zu dir und unterstützen dich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich ist das heute in diesem Jahr hier eine Punktlandung. 70 Jahre ist es her, die deutsche Währungsreform. Sie galt als Geburtsstunde der sozialen Marktwirtschaft, die verbunden ist mit Ludwig Erhard. Und das Interessante an Ludwig Erhard war es, dass er sich durchgesetzt hat, die soziale Marktwirtschaft, gegen alle Widerstände, übrigens nicht nur die Gewerkschaften, die Medien, es war sogar die Wirtschaft, die gegen die Kartellrechtsgebung auf die Barrikaden ging, es waren die Medien, aber er hielt dran fest. Und diese soziale Marktwirtschaft ist es, die dieses Land wirtschaftlich erfolgreich gemacht hat. Und die ganzen Debatten über Handelsbilanz, Überschuss hin oder her. Zur Wahrheit gehört, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitgeber in Deutschland in einer atemberaubenden Geschwindigkeit in die internationale Arbeitsteilung eingeklinkt haben und wir unseren Wohlstand diesen Leuten zu verdanken haben. Und da kann man auch mal stolz drauf sein und da sollte man nicht schlecht drüber reden. Es ist... Wem haben wir den Erfolg zu verdanken? Was sind die Bereiche? Peter Altmaier hat es angesprochen. Auf der einen Seite das Thema Mittelstand und auf der anderen Seite, auch das ist wichtig, der Industriesektor. Was hat sich dieser Globus über uns kaputt gelacht? Dass wir nicht diesen starken, scharfen Weg des Dienstleistungsdrangs mitgegangen sind, viele andere Länder.
sondern wir haben am Industriekern festgehalten. Kein anderes Land auf diesem Globus, kein anderes Industrieland hat noch so viel Anteil Bruttowertschöpfung, Industrie an der gesamten Bruttowertschöpfung Deutschlands. Fast ein Drittel, wenn ich die industrienahen Dienstleistungen mit hinzurechne. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch an diesem Industriestandort festhalten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Mittelstand stärken. Und es wird ja in diesen Tagen viel diskutiert über verschiedene Definitionen. Was heißt denn überhaupt Mittelstand? Mittelstand ist nichts anderes, wo Haftung und Handlung in einer Hand liegt. Wo Ludwig Erhard sagt, das Haftungsprinzip muss gelebt werden. Das machen 95% der Unternehmen in Deutschland. Mehr als 80% der Unternehmen sind Personengesellschaften. Die leben dieses Prinzip Haftung und Handlung in einer Hand par excellence. Und das sollten wir auch mal aussprechen. Den sollten wir nicht in den Rücken fallen, sondern den Rücken stärken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Frage ist natürlich, wenn es uns vergleichsweise gut geht, übrigens vergleichsweise, es gibt Branchen, die haben Probleme, denk an den Handel oder viele andere. Aber wenn es uns vergleichsweise gut geht, müssen wir uns doch heute die Frage stellen, wie können wir den Wohlstand sichern, auch in Zukunft? Das muss doch die zentrale Frage sein. Und da ist die Frage, was machen wir als Koalition, was machen wir hier in diesem Parlament für diese beiden Säulen Industrie und Mittelstand? Im industriellen Bereich geht es in diesen Tagen sehr stark um den Handel. Ich finde es übrigens gut, dass ein Wirtschaftsminister nicht als erstes feiern geht, weil er Wirtschaftsminister geworden ist, sondern dass er ins Flugzeug steigt, nach Amerika fährt und mit den Amerikanern redet, wie wir diese Handelsschranken abwenden können. Nein, Herr Ernst. Herr Ernst, wenn Sie sich die Wirtschaftsstruktur Deutschlands ansehen, dann gibt es Branchen, nicht nur die Paradebranche Automobilindustrie, Automobilzulieferer, sondern auch der Maschinenbau, Elektrochemie. Das sind Branchen, die weit mehr als 50% exportieren. Und deswegen sind Handelsschranken Gift für unsere Wirtschaft. Aber auch das, finde ich, kommt in diesen Tagen in der veröffentlichten Meinung und in der öffentlichen Meinung zu kurz. Wir müssen auch wieder darüber reden, dass wir am Ziel festhalten, multilaterale Abkommen zu stärken. Auf der WTO-Ebene multilaterale Abkommen. Die Tokio-Runde war erfolgreich, die Uruguay-Runde, die Doha-Runde mittlerweile nicht. Und auch das sollten wir jetzt nicht aus den Augen verlieren, dieses Ziel, auch aus dem Parlament heraus. Multilaterale Abkommen sind eigentlich das Beste, was wir brauchen, um Handelsschranken abzubauen. Wie sieht es im Mittelstand aus und Handwerk? Ein Thema, Herr Bundeswirtschaftsminister, haben Sie auch angesprochen, das Thema Handwerk, das Thema Fachkräfte. Wenn ich unterwegs bin im Mittelstand, werde ich eigentlich ausschließlich als erstes auf das Thema Fachkräfte angesprochen. Und dieses Land hat in den letzten Jahren viel über Akademisierung gesprochen. Ich will das gar nicht schlecht machen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Balance halten zwischen der Akademisierung auf der einen Seite und der dualen beruflichen Ausbildung auf der anderen Seite. Und die berufliche Ausbildung ist in den letzten Jahren meines Erachtens zu kurz gekommen. Und deswegen müssen wir hier wieder einen Schwerpunkt setzen. Und gestern habe ich einige Handwerker getroffen. Und das hört sich ja immer allgemein toll an. Das sind ja immer so tolle Schaufensterreden, die duale Ausbildung stärken. Aber werden wir doch mal konkret. Und da bin ich mal interessant, wie sich dieses Haus hier verhält. Ganz konkret. Wir haben vor 10 Jahren, vor 14 Jahren den Meisterbrief in 53 Gewerken abgeschafft, weil es hieß, das ist ein Handelshemmnis. Heute sehen wir, genau in den Gewerken, wo wir den Meisterbrief als Voraussetzung für die Selbstständigkeit abgeschafft haben, findet duale Ausbildung kaum bis gar nicht mehr statt. Und deswegen bin ich der Meinung, die Formulierung ist auch richtig im Koalitionsvertrag, dass wir prüfen, ob wir nicht das ein oder andere Gewerk zurückholen. Denn ich sage das ganz klar, in alle Richtungen Europas, nicht nur nach Brüssel. Der Meisterbrief ist kein Handelshemmnis, sondern der Meisterbrief ist ein Qualitätsstandard, ein Bildungsstandard wie das Abitur, wie der Hauptschulabschluss auch, und den müssen wir wieder stärken. Dann gibt es das Thema Digitalisierung, Beschleunigung. Das hast du mir nicht weggenommen, aber das ist der Part, den ich dir jetzt schenke, weil die Minute weggenommen wurde. Aber lassen Sie mich zum Schluss auch wirklich ganz ehrlich sagen. Auch mir gefällt das eine oder andere nicht. Auch ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle mehr gewünscht in diesem Koalitionsvertrag. Nur, das gehört auch zur Wahrheit. Bitte, auch im Parlament insgesamt, wir müssen aufpassen, dass wir den Standort Deutschland nicht in Grund und Boden reden. Wir haben gute Voraussetzungen, die im Koalitionsvertrag stehen. Die sollten wir jetzt angehen. Und wenn wir das schaffen mit einer Portion Ludwig Erhard, dann bin ich guter Dinge.
nämlich im Denken, im Reden und vor allem im Handeln. Herzlichen Dank. Das war Carsten Lindemann von der CDU-CSU-Fraktion. Er ist Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU. Und Sie haben es gehört, er fordert mehr multilaterale Abkommen und nicht so viel bilaterale Abkommen, wie es in letzter Zeit sich doch üblicherweise ausgebreitet hat. Der nächste Redner ist Tino Chrupalla von der AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, wie Professor Hessenkämper schon angedeutet hat, sind die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen des groß angelegten Sozialexperiments, auch Flüchtlingskrise genannt, eine finanzielle Belastung für unser Land, für unsere Wirtschaft, die von der Regierung schlichtweg geleugnet wird. Die unmittelbaren Kosten für dieses Experiment trägt größtenteils der deutsche Steuerzahler. Der Kollege Hessenkämper hat die Zahlen bereits genannt. Kurioserweise werden neuerdings ausgerechnet wirtschaftliche Gründe ins Feld geführt, um die Massenmigration nach Europa zu rechtfertigen. Es ist aber wohl kaum die deutsche Volkswirtschaft, die davon profitiert. Frau Merkel bestätigte gestern, dass unsere Regierung die Internationale Organisation für Migration, IOM, intensiv unterstützen möchte. Damit macht sie den deutschen Steuerzahler zum Handlanger des internationalen Menschenschleusertums, der auch seinen eigenen Untergang finanzieren darf. Der IOM hat seine Pläne bereits schriftlich niedergelegt, nämlich im Global Compact on Migration, der noch dieses Jahr von den Regierungen unterzeichnet werden soll. Die entsprechenden Dokumente präsentieren die Verschiebung ganzer Völkerschaften über den gesamten Erdball als neue Normalität, von der wir alle profitieren würden. Die New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten der UN aus dem Jahr 2016, selbstverständlich in der Sprache der Humanität verfasst, gibt uns einen Vorgeschmack, was da auf uns zukommt. Ich weiß gar nicht, wie man den Geisteszustand nennen soll, der sich in diesem Schrifttum manifestiert. Die Bekämpfung von Fluchtursachen steht definitiv nicht im Mittelpunkt dieser Dokumente. Frau Merkel, Sie verschleiern die Wahrheit, wenn Sie das so darstellen. Die Kollateralschäden dieses weltumspannenden Völkerwanderungsexperiments werden achselzuckend in Kauf genommen. Man könnte fast meinen, sie seien gewollt. Macht sich bei den Grünen eigentlich jemand Gedanken über die ökologischen Konsequenzen der Massenmigration in ein hoffnungslos übersiedeltes Land, wie Deutschland es mittlerweile ist? Ich weiß, Gedanken und Grüne, das passt nicht zusammen, das ist mir schon klar, ja? Herr Minister, macht sich jemand Gedanken darüber, was es für traditionsreiche mittelständische Unternehmen und vor allem für die vielen Handwerks- und Innungsbetriebe bedeutet, wenn sie genötigt werden, minder qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden, die aus Kulturen kommen, die größtenteils ein völlig anderes Verständnis von Präzision, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit mitbringen. Der von der UN und anderen Regierungsorganen aufwendig beworbene Bevölkerungsaustausch fußt auf äußerst fragwürdigen wirtschaftlichen Berechnungen und Voraussagungen internationaler Beratungsfirmen. Die Boston Consulting Group behauptet zum Beispiel, dass Deutschland im Jahr 2030 10 Millionen Arbeitskräfte zu wenig haben wird und deshalb dringend Humankapital aus dem Ausland benötigt. Ich bin persönlich sehr skeptisch, was solche Prophezeiungen angeht. Wurden bei der Hochrechnung unsere vielen Arbeitslosen berücksichtigt oder die steigenden Geburtenraten, die aktuell bei den Deutschen zu verzeichnen ist, oder die Digitalisierung, durch die viele Arbeitskräfte verloren gehen werden? Frau Merkel will ja alles digitalisieren. Was zu digitalisieren ist, hat sie ja gestern hier erläutert. Würden Sie bitte an Ihre Redezeit. Ich komme zum Ende. Vielleicht könnte man sich auch mal fragen, wie man die vielen hochqualifizierten Deutschen, von denen jedes Jahr 150.000 unser Land verlassen, dazu bringt, hier zu bleiben. Das sind die wirklichen Fachkräfte. Mit hohen Steuersätzen, hohen Sozialbeiträgen, erstickender Bürokratie, Denkzwängen, zersiedelten Landschaften und einer zutiefst antideutschen Kulturpolitik sicherlich nicht. Würden Sie bitte an Ihre Redezeit denken? Der letzte Satz. Frau Merkel setzt das Geschäftsmodell mit den Flüchtlingen in Deutschland vorbildlich um und reißt ganz Europa mit in den Abgrund. Damit wissen wir auch, was Merkel 4.0 für uns bedeutet. Zum vierten Mal eine Null. Und das war's. Vielen Dank. Das war Tino Chrupalla von der AfD-Fraktion. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, er möchte mehr hochqualifizierte Deutsche im Land halten und sehen, dass die Bundesregierung ihre Wirtschaftspolitik dementsprechend ausrichtet. Nächste Rednerin ist Sabine Poschmann von der SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Herrn Chrupalla.
im ersten Satz schon mit so einer Hetze anzufangen, ist einfach widerlich. Und wir kommen mal zum Thema zurück, nämlich Wirtschaft und Energie. Darum geht es ja heute. Und ich freue mich, Herr Minister, wenn Sie Ihr Haus zukünftig als Haus des Mittelstandes bezeichnen. Und zu Herrn Lehnemann muss ich aber sagen, ich freue mich auch mehr über Taten als über Redezeit des Ministers. Aber es ist richtig, den Mittelstand in den Fokus zu nehmen, denn während Großunternehmen umstrukturieren und Stellen streichen, wir sehen es gerade bei E.ON und RWE, behaupten sich kleine und mittelständische Unternehmen am Markt und bauen sogar aus. Zum Teil sind es sogar sie, die die Strukturbrüche in Regionen verbunden mit dem Arbeitsplatzabbau auffangen. Grund genug für uns, für mich, genau diese Unternehmen stärker in den Fokus zu nehmen. Und ich möchte drei Punkte ansprechen. Das erste, Bürokratieabbau. Viele kleine und mittelständische Unternehmen sagen, lasst uns doch einfach unsere Arbeit machen, dann wäre uns schon geholfen. Und da ist was dran. Gerade kleine und mittlere Unternehmen belastet Bürokratie ungemein. Von daher ist es richtig, dass wir in der letzten Legislaturperiode eine Selbstverpflichtung uns auferlegt haben, nicht mehr Bürokratie aufzubauen und falls notwendig an anderer Stelle abzubauen. Aber war das für die Unternehmen vor Ort eine spürbare Entlastung? Eher nicht. Die Änderung der Abschreibungshöhe bei geringwertigen Wirtschaftsgütern und Änderungen bei den Aufbewahrungspflichten, das eher schon. Und genau hier müssen wir beim Bürokratieentlastungsgesetz 3 weiter dranbleiben. Ich rate Ihnen, Herr Wirtschaftsminister, den Mittelstandsbeirat und die Ergebnisse daraus sich mal zu Gemüte zu führen. Denn hier sind Praktiker zusammengetreten und haben mal gesagt, wo der Schuh wirklich drückt. Zweitens, der Fachkräftemangel. Auch hier haben es kleine Unternehmen besonders schwer. Wo ist er am meisten spürbar? Bei schlecht bezahlten Jobs. Und da sagt jeder, ist doch klar. Deshalb unterstütze ich hier auch ausdrücklich die Gewerkschaften dabei, Flächentarifverträge abzuschließen. Unternehmer, die Dumpinglöhne zahlen und sich dann noch wundern, dass keine Arbeitnehmer zu ihnen kommen, die brauchen jetzt nicht rumzujammern und nach dem Staat zu rufen. Aber der Fachkräftemangel geht weit über schlechte Jobs, bezahlte Jobs hinaus. Spezialisten fehlen, Handwerker, Auszubildende werden gesucht. Deshalb ist es auch hier richtig, die berufliche Bildung weiter gegenüber der akademischen zu stützen. Wir werden Berufsbilder modernisieren, eine Mindestausbildungsvergütung ins Gesetz schreiben und den Meisterbonus einführen. Aber wir wissen, all das reicht nicht aus. Wir brauchen den Zugang qualifizierter Arbeitskräfte mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und ich bin froh, dass wir es nun endlich geschafft haben, dies im Koalitionsvertrag zu vereinbaren. Es hat lange genug gedauert. Und wir werden es natürlich nicht nachlassen, Frauen stärker in das Berufsleben einzubeziehen. Der dritte Punkt, den ich sagen möchte, ist Innovation. Wir wollen, dass der Mittelstand auch künftig der Innovationsmotor der Wirtschaft bleibt. Deshalb wollen wir durch die steuerliche Forschungsförderung Innovation stärker anreizen als bisher. Wichtig ist mir, dass wir mit dem Koalitionsvertrag auch soziale Innovationen stärken. Entscheidend hierbei ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und sich seine Lebensverhältnisse verbessern sollen. Es wird höchste Zeit, solche Unternehmen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn der Mensch sollte den Markt bestimmen und nicht umgekehrt. Herzlichen Dank. Der Mensch sollte den Markt bestimmen und nicht umgekehrt, sagt Sabine Poschmann von der SPD-Fraktion. Und sie erinnert daran, dass es vor allem kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland sind, die viele, viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und auch an diese müsste in Sachen Wirtschaftspolitik gedacht werden. Ich will nur Ihren Ärger ersparen. Nächster Redner in dieser Debatte, Reinhard Huben für die FDP-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie schon dafür sorgen, dass wir uns in der FDP auch nicht mehr streiten müssen. Herr Minister Altmaier, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Also besonders ambitioniert wirkte auf uns der Koalitionsvertrag nun wirklich nicht. An 118 Stellen, wir haben ihn gelesen, wollen Sie fortführen, fortsetzen, fortschreiben oder fortentwickeln. Und wenn Sie mal die gestrige Regierungserklärung der Kanzlerin mal durchscannen, werden Sie leider die Schlüsselbegriffe Mittelstand, Handwerk, Export alle nicht finden. Also dies ist für uns kein gutes Zeichen. Ja, Sie müssen mal den Text lesen, Frau André, Sie werden es feststellen. Aber meine Damen und Herren, ja, dann der Auftritt des Wirtschaftsministers. Also Sie haben, Herr Minister Altmaier, einen sehr schwungvollen Beitrag hier eingebracht, fast tänzelnd. Sie haben zumindest Herrn Linnemann glücklich gemacht. Aber Sie müssen natürlich auch beachten, wenn Sie solche Reden halten und Aussagen treffen, dass man nachfragt, was denn am Ende daraus wird. Also mir ist eine Formulierung aufgefallen. Da haben Sie ausgeführt, der Mittelstand legt Wert darauf, dass er sich auf Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, langfristig verlassen kann. Das kann ich nur unterschreiben. Und dann setze ich auf Sie, Herr Minister, wenn wir jetzt in der Diskussion um den Diesel allen Handwerkern, die in den letzten Jahren aufgrund der Aussagen von Politik und Industrie kauft Autos mit grüner Plakette, dann tut ihr etwas für den Umweltschutz. Ihr reduziert den CO2-Beitrag, dass sie auf den Seiten dieser mittelständischen und Handwerkerunternehmen stehen und sich nicht in die Furche legen. Eine zweite Bemerkung. In 3 Minuten bleibt ja nicht viel. Ich glaube, wir brauchen vielleicht schwungvolle Beiträge. Aber wir brauchen nicht unbedingt besseres Politikmarketing. Ich sehe, Herr Minister, nicht Ihre Aufgabe darin, nun an jedem Standort, wo vielleicht die Digitalisierung nicht funktioniert, das Glasfasernetz nicht funktioniert, hinzugehen. Ich glaube, das ist nicht Ihre Aufgabe. Sie können das vielleicht mit Frau Beer und Ihrem Flugtaxi machen. Ich halte es aber nicht für zielführend. Fahren Sie lieber, und da haben Sie die volle Unterstützung, Sie haben das dankenswerterweise sehr weit ausgeführt, da haben Sie die volle Unterstützung der FDP. Wir setzen darauf, auf freien Welthandel. Wenn wir Sie an der Stelle unterstützen sollen, dann machen wir das gerne. Vielen Dank. Das wird der Wirtschaftsminister sicher gerne gehört haben, diese Zusicherung der Unterstützung der FDP-Fraktion für freien Welthandel. Es geht in der wirtschaftspolitischen Debatte weiter mit Lorenz Göster Bentin von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir über die deutsche Energie- und Wirtschaftspolitik reden, müssen wir auch den Mut haben, über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen. Im Koalitionsvertrag ist viel die Rede vom Wirtschaftsstandort Deutschland. Er wird hochgehalten wie eine heilige Kuh. Aber wir müssen doch sehen, unser Wohlstand, den wir hier haben, geht zum großen Teil auf Kosten des globalen Südens. Das müssen wir ändern. Für mich selbst sind Internationalismus und Solidarität eine Herzensangelegenheit. Deshalb hatte ich die Gelegenheit, in der letzten Woche beim Weltsozialforum in Brasilien anwesend zu sein. Wir konnten gemeinsam mit Kleinbäuerinnen aus dem Amazonas reden. Sie waren verzweifelt und haben geweint. Ihre Existenzgrundlage ist von Großgrundbesitzern bedroht. Und diese Großgrundbesitzer, meine Damen und Herren, profitieren von deutscher Wirtschaftsförderung. Statt die Mittel zum Schutz des Regenwaldes zu nutzen, die sie bekommen, holzen sie diesen Regenwald ab, um billiges Soja zu produzieren für die deutsche Agrarindustrie. Diese Politik muss ein Ende haben. Und Herr Altmaier, ist sogar da, sehr schön. In Brasilien arbeiten deutsche Regierungsagenturen tatsächlich mit Bergbauriesen zusammen. Sie tragen damit Verantwortung, auch für Umweltkatastrophen, auch für das Anheizen des Klimawandels.
Das ist eine Politik, Herr Altmaier, die Sie vielleicht mit dem Namen fairer Welthandel beschreiben würden. Aber wir sagen, das ist das Gegenteil von fairem Welthandel. Das ist Ausbeutung, das ist Energie-, Sozial- und Klimapolitik eine Katastrophe. Aber warum tun Sie es dennoch? Sie machen es für billiges Soja, billiges Fleisch und Holz, um den europäischen Hunger nach Rohstoffen und billigen Nahrungsmitteln zu befriedigen. Das nenne ich Ausbeutung, und wir sagen als Linke, wir wollen das beenden. Und wenn Sie dann sagen, und es kam in Ihrer Rede ja mehrmals vor, Sie wollen die soziale Marktwirtschaft stärken, dann sage ich nur, Frau Merkel war die Ehrliche. Sie hat von einer marktkonformen Demokratie geredet. Und wir sagen ganz klar, wer alles gnadenlos dem Markt unterordnet, zerstört Demokratie, er fördert sie nicht. Wir müssen diese Wirtschaftspolitik beenden. Wir müssen dafür diese Wirtschaftspolitik beenden gegenüber dem globalen Süden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Länder des globalen Südens nicht in der Klimakatastrophe untergehen. Wo bleibt denn der Kohleausstieg? Keine Rede davon, auch in Ihrer Rede. Wir als Linke werden hier nicht locker lassen. Wir werden immer wieder daran erinnern, auch an den globalen Süden und auch an den Kohleausstieg. Vielen Dank. Lorenz Göster-Beutin von Die Linke erinnert den Wirtschaftsminister daran, dass seiner Ansicht nach Wirtschaftspolitik vor allem in dem Fall in Lateinamerika konkrete Folgen hat. Der letzte Redner in der wirtschaftspolitischen Debatte ist nun Frank Junge von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Hoben, wenn Sie auf unseren Koalitionsvertrag schauen und dort fortschreiben und fortsetzen feststellen, dann auf die Vitaldaten unserer Wirtschaft blicken, dann glaube ich, liegt man gar nicht so schlecht, wenn man sich die Zahlen vom Wirtschaftswachstum, von der BIP-Steigerung bzw. der Arbeitslosigkeitsentwicklung anschaut. Ich glaube, das sind gute Signale dafür, um einzuordnen, dass das alles schon in Ordnung war, was wir die letzten 4 Jahre gemacht haben. Meine Damen und Herren, zu guter Investitionspolitik im Rahmen Verkehrsinfrastruktur, digitaler Infrastruktur und wirtschaftsnaher Infrastruktur zählt auch, wie gezielt und wie genau wir Wirtschaftsförderung insgesamt betreiben. Und ich glaube, dass wir im Rahmen dieser GAW-Mittel, die wir seit vielen Jahren einsetzen, ein sehr gutes Instrument an der Hand haben, um zusammen mit den Ländern insgesamt 1,2 Milliarden Euro auszugeben, damit wir genau vor Ort in die Bereiche der Wirtschaft investieren können, die es nötig haben. Ich glaube aber auch, und da spricht unser Koalitionsvertrag eine klare, gute Sprache. Ich glaube aber auch, dass es angezeigt ist, dieses gesamtdeutsche Fördersystem auch zu modernisieren. Und das, was wir dort vorhaben, was wir dort insgesamt planen, nämlich, dass wir nach dem Auslaufen der Solidarpakts II 2019 ein gesamtdeutsches neues Fördersystem aufstellen wollen, um insgesamt alle strukturschwachen Bereiche in Deutschland zu unterstützen. Ich glaube, dass wir unter diesem Aspekt genau auf der richtigen Fährte sind und dort unter dem Aspekt, dass wir die GAW-Mittel weiter einsetzen wollen, aber auch zusehen wollen, wie wir passgenaue weitere Förderkulissen, wie zum Beispiel das Programm InnoCom oder Komponenten aus der Städtebauförderung oder auch höhere Förderquoten beim zentralen Innovationsprogramm ZIM, wie wir das beim BMWI bündeln sollten, um dann insgesamt eine viel stärkere Möglichkeit haben, gezielte Wirtschaftsförderung zu machen, als dass das bisher der Fall gewesen ist. Ich denke, wir haben dort im Koalitionsvertrag eine Maßnahme, ein Vorhaben definiert, was es uns möglich machen wird, noch viel besser als bisher vor Ort Wirtschaft zu unterstützen und zu fördern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, anfügen möchte ich hier auch noch, dass wir zusätzlich im Koalitionsvertrag auch einen Finanzrahmen von 1,5 Milliarden Euro durchgesetzt und festgeschrieben haben, mit dem wir den bevorstehenden Strukturwandel in Braunkohleregionen entlasten und strukturpolitisch abfedern wollen. Ich glaube, aus diesem Paket wird deutlich, dass wir uns über die Zukunft auch solcher Branchen Gedanken machen und eine Überleitung in neue Qualitäten vor Ort damit unterstützen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es richtig ist, zukünftig auf ein gesamtdeutsches Fördergebiet zu achten und dort unabhängig von Himmelsrichtungen nach Unterstützung zu schauen bzw. nach Bedarfen zu schauen, muss klar sein, dass wir
den Bereich Ostdeutschland insbesondere im Fokus behalten müssen und dass wir vor allen Dingen die Strukturbrüche und den Strukturwandel, den dort immer noch im Rahmen der Lebensbedingungen die Menschen zu tragen haben, noch besser abfedern müssen als bisher. Und vor diesem Hintergrund bin ich rückhaltlos bei Ihnen, Herr Hirte, als neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung, wenn Sie sagen, dass die Belange des Ostens Aufgabe der gesamten Koalition sind. Ich glaube, dass wir unter diesem Aspekt nicht locker lassen dürfen, im Gegensatz dazu sogar noch verstärkt Prioritäten setzen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss, ich sehe auf meine Redezeit, ein Aspekt, der den Bereich Tourismus umfasst. Der Tourismus ist im Rahmen der Bruttowertschöpfung, im Rahmen dessen, was er an Beschäftigten an sich bindet, in etwa gleichzusetzen mit dem Maschinenbau und steht auf gleicher Stufe etwa mit der Automobilindustrie. Insofern, vielen Dank, insofern wird klar, dass wir in den Tourismus auch nach wie vor größten Augenmerk und Möglichkeiten setzen müssen, um auch hier unseren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Standorten weiter auszubauen. Und hier möchte ich eins zumindest noch kurz nennen. Es ist an dieser Stelle ein Projekt, was wir in der letzten Legislatur schon auf dem Zettel hatten und wo uns leider im Rahmen der Zuarbeit des Verkehrsministers kein großer Wurf gelungen ist, nämlich ein integriertes Wassertourismuskonzept auf die Beine zu stellen. Ich glaube, dass wir unter dem Aspekt, Herr Minister Altmaier, jetzt unter Ihrer Ministerschaft zusammen mit Herrn Scheuer endlich auf dieses Tourismuskonzept kommen, weil ich nämlich der Überzeugung bin, dass wir damit nicht nur den Standort in Deutschland stärken, insgesamt den Wettbewerbsvorteil des Tourismus an dieser Stelle voranbringen wollen. Und ich freue mich, Herr Altmaier, auf unsere Zusammenarbeit.